Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei uns dreht sich heute alles um die Kieferentspannung. Warum ist das eigentlich so wichtig und was ist die Wirkung eines entkrampften Kiefers? Dafür habe ich heute wieder einen Experten bei mir, Peter Seitz, der extra aus dem Allgäu heute hier nach Dresden angereist ist. Total zerknirscht oder völlig entspannt? Das besprechen wir jetzt. Ihr dürft gespannt sein. Viel Spaß. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute bei uns mit im Gespräch bist. Du hast ein Programm, total zerknirscht oder völlig entspannt. Dabei geht es um die Kieferentspannung. Und warum ist das so wichtig und was ist die Wirkung eines entkrampften Kiefers? Wichtig ist es deswegen, weil wenn wir in Schreck geraten oder wenn wir in Stress geraten, ist der ganze Kieferbereich, die Muskulatur vom Kieferbereich und vom Nackenbereich, die erste, was anspannt. Also wenn wir in Stress geraten, ist erste dieser vorgezogene Biss, dass der richtig hart wird und dass die Muskulatur angespannt wird und dann im Rest des ganzen Körpers die Muskulatur folgt. Und von dem her ist genau die Kaskade auch wieder zum Teil rückwärts. Wenn sich der Körper entspannt und wenn dieses Ereignis, dieses Stressereignis vorbei ist, ist der Kiefer oft das Letzte, was auch wieder nachlässt. Weil dieser Hintergrund ist, dass wir ganz stark in unsere Stressmuster gelangen. Und wenn der Stress stärker wird, dann geht es sogar in Überlebensmechanismus. Also Kampf, Flucht oder Erstarren. Und um dies durchzugehen, das zu erleben und zu überleben, ist es ganz wichtig, dass wir ganz kräftige, starke, angespannte Muskulatur haben, um zu kämpfen oder zu flüchten. Und das Kiefer ist da wesentlich beteiligt als Ursache und natürlich auch als Auswirkung. Nun ist es ja aber auch so, dass die meisten Menschen, denke ich, bei mir ist es auch so, vor allem nachts mit den Zähnen knirschen. Und dann weiß ich auch, der Kiefer ist ja auch der stärkste Muskel im Körper mit. Was passiert dann in uns? Warum knirschen wir nachts so mit den Zähnen und beißen da so den Kiefer aufeinander? Das ist ein ganz, ganz wundervoller Mechanismus, der von uns oft falsch verstanden wird. Ja. Denn Zähne knirschen, Zähne pressen, das ist ein Versuch vom Körper, aus dieser Extremspannung rauszukommen. Und wenn wir unsere Themen oder unsere Spannungen nachts oder untertags nicht loswerden oder die nicht bearbeiten, dann nehmen wir diese mit in die Nacht. Und die Nacht ist zur Regeneration da. Der Körper ist eh entspannter und dann versucht der Körper, diesen Stress über Arbeit abzuarbeiten. Und dazu nutzt er das härteste Material in unserem ganzen Körper, unsere Zähne. Und dieses Knirschen und Pressen ist ein Versuch, die Muskulatur zu beanspruchen, um aus diesem Stress rauszukommen, diesen Stress im Körper zu verarbeiten und wieder loszulassen, dass wir wieder in einen natürlichen Zustand von Spannung und Entspannung kommen. Daher ist das auch bei Kindern sehr häufig, ne? Also ich finde, dass Kinder vor allem auch sehr mit den Zähnen knirschen. War bei mir auch so. Also als Kind habe ich vor allem viel, aber als Kind hat man ja natürlich auch unglaublich viel zu verarbeiten. Ja. Und wie ist das dann? Ich habe dann damals, zum Beispiel wurde mir dann auch eine Spange angeboten. Ist das, ich habe auch schon oft gelesen, dass so eine Spange sogar auch sehr kontraproduktiv sein kann, weil der Kiefer sich dann falsch ausrichtet. Stimmt das? Nicht unbedingt, dass er sich falsch ausrichtet, sondern allein von unserer Anatomie, von unserer Kopfanatomie. Unser Schädel besteht aus 22 verschiedenen Knochen, die alle zusammenarbeiten wie in einem Mobile, in einem dreidimensionalen Mobile. Und der ganze Kieferbereich, das ist ja nichts Starres. Das ist alles beweglich in sich. Und das ist auch deswegen so aufgebaut, dass wenn wir einen Stoß erhalten auf den Kopf, dass dieses ganze Gewebe und die Knochen etwas ausweichen können. Und dass das nicht gleich bricht, wenn das aufgebaut wäre wie ein Helm, dann würde das sofort brechen. Und unser Gehirn da drin, unser Rückenmark ist ja unglaublich gut geschützt. Und dass da zusätzlich nochmal wie so eine Pufferschicht drin ist, sind die Beweglichkeit der einzelnen Knochen zueinander gegeben. Und wenn dann im Oberkiefer, weil der ganze Oberkiefer ist zweigeteilt, wir haben praktisch zwei Oberkieferhälften. Und wenn dort in dieses bewegliche System
eine feste Spange installiert wird. Mhm. Das ist wie wenn dieser ganze Bereich hier festgezurrt, festgedrahtet ist. Und von hier aus gehen natürlich dieser Mangel an Beweglichkeit, der durch das entsteht, setzt sich über den Kopf, über die Muskeln, fort über den Nacken, in den ganzen Körper. Und es kann wirklich Auswirkungen haben, dass so eine Spange entweder ein verdrehtes Becken macht, weil der Kiefer und das Becken arbeiten ganz eng zusammen. Das ist wie ein Mobile. Mhm. Und wenn das Kiefer verdreht oder festgeschnallt wird, dann reagiert automatisch das Becken mit. Und dann kann es wirklich sein, dass so eine Kieferspange hier oben gar nicht so viele Probleme macht, aber den ganzen Körper noch steifer macht und durch das Probleme verursacht, wo gar nicht zu dem zugeordnet wird. Und das ist das Schlimme oft dabei. Ja, es ist ja meistens so, dass die Schmerzen, die Ursache der Schmerzen ist meistens nicht da, wo man es selber spürt. Ja, genau. Das ist sehr häufig so. Auch Leute, die Rückenschmerzen haben, es kommt selten vom Rücken selber. Mhm. Deshalb, genau, ich habe nämlich bei dir auf der Seite auch gelesen, da geht es auch um den Zusammenhang zwischen Kiefer, Nacken und Rückenverspannungen und wohltuenden Körperregionen. Mhm. Das heißt, ich kann im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, auch um meinen Kiefer zu entspannen, dann eben auch, ich sage jetzt mal, Mobilisationsübungen fürs Becken machen. Absolut. Und für mich gehört die ganzheitliche Kieferentspannung, fängt bei mir spätestens am Becken an. Wo fängt man denn am besten an? Ich habe mir angewöhnt in meiner Einzelarbeit, dass ich nicht direkt an dem Bereich anfange, wo es schmerzt, weil da ist eh schon ganz viel Aua oder ganz viel, oh, bleib mir weg, das tut weh. Das ist man empfindlich, ja. Ja, sondern ich schaue zuerst mal, wo ist der Bereich, wo es dir gut geht. Also mit den Schmerzen, wo ist der Bereich, wo trotzdem noch Ressourcen da sind. Und wenn es gerade um den ganzen Kieferbereich geht, dann fange ich oder arbeite ich ganz gern am Becken. Weil genauso wie das ganze Kiefer arbeitet und wie der ganze Schädel sich bewegt ganz fein, genauso bewegt sich das Becken. Und wenn das Becken wieder weich wird oder manipuliert wird oder von hinten gerade vom Iliosakralgelenk und dann die untere Wirbelsäule nach oben, wenn der Bereich wieder weicher wird und die Körperarbeit da beginnt, dann ist das eine Folge, dass das rauf wirkt über die Wirbelsäule, über die Muskulatur, über die Hauptstränge hier, den Musculus masseter, der einer der stärksten Muskeln ist in unserem Körper, dass es dann vom Becken aus die Information gibt, hey, es wird weicher im Körper. Und dass der Rückschluss drauf ist, dass das Kiefer mit reagiert und der ganze Bereich auch wieder weicher wird. Du hast ja schon am Anfang gesagt, dass wir meistens dann verspannen, wenn wir in die Angst gehen oder wenn wir wütend sind. Das heißt, es hat natürlich auch viel Stress und seelische Belastung mit dem ganzen Thema zu tun. Ja. Was bedeutet, dass man sich eben auch auf seine Gesundheit neu ausrichten muss oder auch auf seinen Lebensstil neu ausrichten sollte. Vielleicht kannst du mal ganz kurz darauf eingehen. Total zerknirscht oder völlig entspannt. Meistens ist es so, dass diese Stressfaktoren als einzeln gesehen gar nicht so tragisch sind. Aber wenn die sich aufschaukeln und mehr werden und immer noch mehr drauf kommt, dann muss der Körper irgendwie reagieren. Weil dieser Stress und diese Muskelanspannungen, die durch das entstehen, auf Dauer nicht gesund sind. Und unser Körper hat seine eigene Sprache und dann muss er uns deutlich zeigen, hey, da stimmt was nicht. Und das macht er über Schmerzen. Und wir verwechseln oft Schmerzen mit, da stimmt was nicht, da ist was falsch. Ein anderes Paradigma oder andere Sichtweise ist, sei froh, dass dir die Schmerzen so frühzeitig gezeigt werden und dass du sie spürst. Wenn das nicht der Fall wäre, müsste der Körper noch deutlicher werden. Also wenn ich nicht Acht gebe auf mich und wenn ich zu viel Stress habe, dann merke ich es im Kiefer, dass meine Muskulatur hier ganz, ganz stark anspannt. Und eine Reaktion, eine ganz natürliche darauf ist, die man ganz oft bei Menschen beobachten kann, ist, oder wenn man Kopfschmerzen hat, ist es ganz natürlich, dass man sich die Schläfen reibt. Ja.
Und das ist ein ganz natürlicher Reflex und ganz natürliche Bewegungen, die wir ausführen, um uns aus dieser Spannung rauszubringen. Und das noch mehr zu sensibilisieren und darauf noch mehr zu achten und die Signale frühzeitig zu erkennen und frühzeitig zu reagieren, das wäre eigentlich optimal, wie später dann Geld auszugeben, um womöglich die Zähne richten zu müssen, weil sie runtergeknirscht sind. Ja, oder das Kiefergelenk dann. Ne? Ja, oder das Kiefergelenk oder die ganzen Bereiche, was dann den Nacken betrifft, noch in Leidenschaft gezogen werden. Ohrenschmerzen kommen auch oft davon, ne? Ja, mögliche Ursache ist auf jeden Fall Tinnitus. Es gibt ungefähr 300 verschiedene Ansätze von Tinnitus, wo er herkommt. Und eines davon ist auf jeden Fall ein ganz verspannter Kiefer. Oder Nackenbereich genauso. Weil ich möchte es und ich kann es auch nicht mehr ganz separat sehen. Weil wenn es hier nicht stimmt, sind oft tiefer liegende Ereignisse dahinter. Wenn wir traumatische Situationen erleben und überleben, dann ist oft die Reaktion, hoffentlich tut mir keiner was. Also es schützt den ganzen Nackenbereich durch die Anspannung der Schultern. Und wenn dieses traumatische Ereignis vorbei ist, dann muss man auch der Muskulatur in ihrer Sprache wieder sagen, hey, du darfst loslassen, es ist vorbei. Und das ist die Kunst der Körperarbeit. Also ich habe seit Jahren auch versucht, das über Sprache zu machen. Also okay, beruhig dich, lass die Muskulatur los. So das Entspannungsprogramm auch so nach Jakobsen ist wunderbar. Nur habe ich immer wieder gemerkt, sobald ich wieder in Stress gerate, ist dieser Schutzmechanismus für mich wieder am Wirken. Und da braucht es nochmal andere Zugänge wie Psychotherapie. Ist ein wunderbares Mittel, aber dazu wenig geeignet. Weil man da die Körpersprache und die Reaktion und die Antwort vom Körper mit einbeziehen muss. Oder muss. Sollte. Es wäre gut, wenn man es tun würde. Kommen wir vielleicht mal auf die Praxis. Wie kann ich denn jetzt mein Kiefergelenk mobilisieren oder entspannen? Was kann ich denn selber, wenn ich merke, ich komme jetzt in diese Stresshaltung, was kann man denn dann, sage ich mal so, vielleicht, wenn man unterwegs ist oder so auf die Schnelle dann tun? Das Erste ist schon mal, wenn es dir auffällt, dann bist du einen guten Schritt weiter. Weil oft ist es so, dass die Kieferspannungen so langsam zunehmen, dass man es gar nicht merkt, bis es schlimm wird. Also wenn es mir auffällt, dann ist es wie wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit mal kurz zu mir zurücknehme, ein paar tiefe Atemzüge nehme und versuche mich wieder, meinen ganzen Körper zu fühlen und zu spüren. Weil das bringt mich aus dem Kopfgeschehen oft, bringt mich das wieder in eine ganz andere Wahrnehmung. Und diese veränderte Wahrnehmung drückt sich dann oder zeigt sich im ganzen Körper. Das ist schon mal der zweite Schritt sein. Dann kann man ganz direkt am Kiefer arbeiten und an der Muskulatur. Und zwar gibt es eine wunderschöne Übung, die nenne ich kreisende Ohren. Hört sich gut an. Man legt sich die Hände links und rechts an die Ohren und die Finger und die Hände an die Wangen. Zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. Genau. Und dann am möglichst ganz, ganz, ganz entspannt bleiben. Vielleicht das Unterkiefer sogar noch ein bisschen öffnen, weil dann ist die Muskulatur noch weicher. Und dann kann man beginnen, ganz, ganz langsam zu kreisen. Ganz sanft. Ohne Druck. Ohne Druck, ganz sanft die Ohren und die Wangen ein bisschen so kreisen lassen. Und das ein paar Minuten lang. Und bevor dann die Schultern verspannen, wäre es gut, wenn man kurz Pause macht oder eine gute Unterlage hat, dass die Schultern und die Arme entspannt sind dabei und die Übung dann nochmal machen und zwar genau in die andere Drehrichtung, in die andere Bewegungsrichtung. Weil jeder von uns hat eine Vorliebe, in welche Richtung man kreist. Und um die ganze Muskulatur an der Seite des Schädels zu entspannen, ist es gut, wenn die auf beiden Richtungen entspannt wird.
Und zum Ende von der Übung, wenn du dann zur Ruhe kommst wieder, wenn man dann die Hände noch seitlich wegnimmt und sich vorstellt, wie wenn alle Spannungen und Verdrehungen da drin wie seitlich abfließen können. Das kann sich anfühlen, wie wenn du mehr Raum, mehr Platz im Schädel und im Kopf bekommst. Und der ganze seitliche Bereich, der ist einfach ganz, ganz enorm, gerade wo die Ohren sind. Weil erstens ist hier unser Kiefergelenk. Dann der zweite Sinn, der ganz hier in der Nähe ist, ist unser Gehörgang bis ins Innenohr. Und das dritte ist, ein Stückchen hier unten an den Ohren hinten, da liegt unser Gleichgewichtsorgan auch noch. Also greife mit dieser kleinen, das ist wirklich eine banale Übung, auf drei, vier unserer Hauptsinne ein. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich das in Einzelarbeit oder auch in einem Seminar, wo ich es weitergebe, mal anwende, die Übung, dass die Leute mir berichten, wow, das fühlt sich, ich habe hier viel mehr Platz, viel mehr Raum. Und das ist ja ein wunderschönes Feedback, wie einfach die Übung wirkt. Ja, man kann die Übung überall machen, das ist das Schöne. Ja. Man braucht nichts. Man kann sich dann auch einfach mal 10 Minuten ins Auto setzen. Genau. Einfach mal Ruhe. Und im Auto, ja, beim Autofahren. Beim Autofahren ist ganz klar, ich meine jetzt wirklich, wenn man mal so, manchmal muss man einfach aus dem Raum irgendwie raus und dann setzt man sich manchmal einfach runter ins Auto und denkt so, dass man 10 Minuten Ruhe durchatmen. Oder wenn man ja auf der Fahrt gestresst ist, dass man mal am Parkplatz anhält. Ja. Und zwar frühzeitig. Nicht erst, wenn es weh tut oder wenn es nicht mehr geht, sondern eher mal ein bisschen frühzeitig reagieren. Ja. Und dadurch steigt nämlich auch die ganze Sensibilität für mich selber wieder. Und wenn ich das früher spüre, was mir nicht gut tut oder was weh tut, dann beginne ich auch frühzeitiger zu spüren, was mir gut tut. Und das gibt dann wie so eine Rückkopplung und so eine Kaskade. Okay, ich war sensibler, ich merke schneller, was mir nicht gut tut, aber dann auch, was tut mir denn gut? Und dieser Shift ganz langsam so in die Sensibilität, das ist auch eine ganz wunderbare und natürliche Art und Weise, wie wir wieder uns mehr auf unsere gesunde Seite ausrichten. Auf das, was eh ganz, ganz heil ist in uns. Ich finde es auch schön, es ist ja nicht nur eine praktische Übung, sondern du arbeitest ja wirklich dann auch in dem Moment mit den Händen, also mit der Energie. Genau. Und auch, sind das auch so Energieschlösser oder so Akupunkturpunkte, wo man dann, also ich mag das zum Beispiel auch immer, ich merke das, wenn ich Kopfschmerzen kriege, und ich versuche ja dann auch wirklich darauf so zu achten, okay, wo kommen die Kopfschmerzen hin, merke ich tatsächlich bei mir auch immer als erstes, mein Kiefer ist verspannt. Ist auch immer gern, wenn man so abends ins Bett geht, und ich mag das immer, wenn man dann wirklich einfach nur mal den Punkt hält. Ja. Und eben drückt, bis der Druck oder der Schmerz in Anführungsstrichen weggeht oder eben auch hinten. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Ja. Es sind sehr viele Triggerpunkte hier in der Gegend. Oder was noch machen kannst, wo es ganz deutlich spürst, wenn du die Hände mal in die Wangen legst und mal auf die Zähne beißt. Da kommt dieser Strang. Und das ist der Musculus masseter, der einfach einer der kräftigsten Muskeln in unserem ganzen Körper ist. Und den zu entspannen, indem du unten am Kieferbogen einfach mal einen Punkt findest, wo du merkst, da zieht's oder da tut's weh oder da ist er verspannt. Ja. Und da dann einfach ein paar Minuten drauf bleiben, bis die Muskulatur durch den Druck versucht, sich zu entspannen. Das hilft auch schon ungemein. Man kennt das aus der Physiotherapie. Ja. Und es laufen hier im Gesichtsbogen laufen einfach 6 unserer Hauptmeridiane durch. Also wenn wir die kleine Übung machen, dann wirken wir im Meridiansystem runter bis in die großen Zehen. Du hast auch geschrieben, Weitung der Oberkieferbewegung. Ja. Was genau ist damit gemeint, beziehungsweise dann auch Senkung des Unterkiefers? Von der Anatomie ist es so, dass unser Gesichtsschädel komplett zweigeteilt ist. Also wie vorhin schon gesagt, links, wir haben hier den Spalt, und wenn wir noch feiner in die Bewegungslehre der Mechanik unseres Körpers gehen, dann bewegen sich die Schädelknochen und die seitlichen Bereiche vom Oberkiefer in diesem kraniosakralen Rhythmus.
ganz fein wie zwei Flügel. Also das, die Bewegung findet im Zehntel-Millimeter-Bereich oder Halbmillimeter-Bereich statt. Ich stelle mir das gerade so bildlich vor. Mann. Ja, sehr also schön. So stark sind sie nicht. Man lacht vielleicht fein. Schon. Ja. Und diese Bewegungen, die werden durch einen verspannten Kiefer einfach eingeschränkt. Und wenn man das dann wieder weitet und da wieder mehr Platz und mehr Raum reinbringt, auch zwischen die oft durch die verschiedenen Spannungen im Kopf, können die Knochen zueinander wie verkeilen, dass die Beweglichkeit einfach nicht mehr ganz so gegeben ist. Und was da auch nochmal mit den Ohren zu tun hat, was da noch eine ganz wundervolle Übung ist, ist an den Ohren ziehen. Ziehen, okay. Ja. Ich kenne so Ohrläppchenmassage, aber ziehen ja. Ist auch schön. Ich mache das ganz gern, wenn ich im Bett liege, auf dem Rücken, meine Arme bequem ablege und dann meine Ohrläppchen in die Hand nehme und dann einen ganz, ganz feinen Zug so Richtung Schultern runtergehe. Und das bewirkt, dass der ganze seitliche Knochenbereich und der muskuläre Bereich, dass der hier mehr Platz kriegt. Und wenn es seitlich mehr Platz kriegt, dann kriegt es auch vorne in unserem Gesichtsschädel wieder mehr Raum, dass die Beweglichkeit wieder größer wird. Und es gibt eine Übung, da kann man sich wirklich die Daumen in den Mund stecken, an den Oberkiefer, so wirklich im Kieferbereich rauf, an den Gaumen und dann auseinanderziehen. Mhm. Und ich habe mal eine Fortbildung gemacht im Allgäu, Osteopathie für Zahnheilkunde. Mhm. Und das waren zwei Dozentinnen aus München, beide Osteopathinnen. Und die haben uns eine Übung gezeigt, wo wir dann als Paarübung gemacht haben. Ist einer gelegen und der andere, oder ich bin dann hinter der Person gesessen, hinter dem Zahnarzt, und habe ihm die Zeigefinger in den Mund gesteckt, in den Oberkiefer rein. Und dann sagt die Osteopathin so, und jetzt zieh. Und dann habe ich halt durch meine Kranioerfahrung ganz, ganz, ganz sanft so gezogen. Dann sagt sie, nee, da kannst du schon mal richtig ziehen. Du kannst hier nichts kaputt machen. Mhm. Gell? Und die Einladung war dann wirklich so, im Oberkiefer wirklich den auseinanderzuziehen. Das habe ich nie gehört. Aha. Aber cool, ja. Phänomenal, ja. Also ich hätte bitte nicht meinen Kiefer auseinander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich traue, da wirklich so fest zu ziehen. Ja, na klar, ich hätte auch erstmal. Ja? Aber es stimmt, man kann ja nichts kaputt machen. Das ist ja so ein auch kräftiger Muskel. Ja, das Muskel ist so eine feste Bandhaft und so eine Sehnenverbindung, da reißt man nichts auseinander. Und doch wirkt es, wenn man dran zieht, dass einfach auch diese Verspannungen und diese knöchernen Anteile und die Sehnen, dass die wieder geschmeidiger waren zueinander. Dass die Beweglichkeit wieder viel größer wird in dem Bereich. Und je geschmeidiger das ganze System wieder wird, umso weniger Spannungen sind im Körper. Umso weniger Schmerzen, umso weniger Rückenleiden auch. Oder auch runter bis zum Becken. Oder das zieht sich ja sogar weiter, dass das oft hier gar nicht spürbar ist, sondern dass sich das über die Muskel- und Sehnenzüge, dass sich das runterzieht bis ans Knie, dass du jetzt mal Knieschmerzen kriegst und das niemals mit dem Kiefer in Verbindung bringen würdest. Mhm. Aber das ist die Auswirkung davon. Wenn es hier verdreht ist, ist automatisch das Becken verdreht. Und der Organismus oder der Körper ist immer bemüht, in seiner größtmöglichen Mitte zu sein. Und wenn er hier schräg ist, ja, dann muss er es hier wieder ausgleichen. Und so geht die Kaskade wirklich vom Kiefer über den Nacken, über die Schulter, übers Zwerchfell und dann runter in den Beckenboden. Hm. Und dann geht es weiter in die Extremitäten nach unten oder in die Arme. Das heißt, wenn man solche Beschwerden hat, dann wirklich mal schauen, wie verspannt bin ich denn im Gesicht? Ja, absolut. Und ich denke, also sowas zu machen, kann ja nie schaden. Ne? Das ist ja immer, man kann es ja wirklich wenigstens mal ausprobieren, es kostet nichts. Genau. Ich habe mittlerweile eins festgestellt, da wirkt es nicht, die Kieferentspannung. Und zwar, wenn man sie nicht macht. Ja. Du hast auch eine CD, habe ich gesehen, zur Kieferentspannung. Ja. Fand ich auch mal interessant, eine CD für Kieferentspannung. Mhm. Was kriege ich da zu hören? Was bekomme ich da auf die Ohren? Die CD ist entstanden aus einem Seminar
Und die Menschen haben dann die Unterlagen mitgenommen. Und da ist klar, die Unterlagen liegen eine Woche rum, dann räumt man sie in den Schrank. Ja. Und ein Jahr später schmeißt man sie weg. Und auf Anregung von einer Teilnehmerin war halt, das wäre halt schön, wenn da mal was mitgeben werden könnte, wo man auch was damit anfangen kann. Und der andere sagt so ganz beiläufig, ja, mach halt eine CD. Und ich so, ihr seid lustig, wie mache ich eine CD? Ja. Und innerhalb von 3 Wochen hat sich das so aufgetan, dass ich ein Tonstudio gehabt habe, keine 10 Kilometer weg von mir, habe ich nie gewusst. Und dann bin ich daheim gesessen, habe die Texte für die einzelnen Übungen der CD, habe ich alle aufgeschrieben und bin dann im Tonstudio gestanden und habe alles in meinem besten Hochdeutsch gesprochen. Ich werde mal reinhören. Weil sonst falle ich einfach in meinen Dialekt zurück. Und dann habe ich die Übungen einem guten Freund von mir gegeben, der Otto Lichtner. Und das ist ein begnadeter Pianist und Komponist. Und der hat mir zu den einzelnen Übungen, das sind 7 Übungen auf der CD, die Musik dazu komponiert. Also das kommt nicht irgendwie aus der Dose, sondern der ist wirklich mit dem Klavier da gesessen, mit Klangschalen und hat mir die Musik dazu komponiert. Also das ist auch wirklich individuell, also ja. Das bekommt man nirgendwo anders. Nee. Schön. Und das ist so, also die Kombination, ich kriege so tolle Reaktionen drauf. Und was mir einfach ganz wichtig war oder ist in dieser CD auch, dass es einfach gehen soll, dass man nichts weiter braucht wie seine Hände und ein bisschen Zeit dazu. Okay. Wie oft sollte man das dann machen? Ich habe aufgehört, solche Hinweise zu geben, weil es hält sich eh keiner dran. Ja, stimmt. Wenn ich sage, mach sie zweimal am Tag, ja. Wie lange machst du das? Also die Empfehlung ist, so oft es dir gut tut, so oft du dran denkst, und manchmal auch bewegt dein Hintern und mach's auch. Also die Kontinuität ist grandios. Und da habe ich schon Rückmeldungen gekriegt, das habe ich selber fast nicht geglaubt. Und die ist eben so ausgelegt, die CD, dass eine Übung fürs Becken dabei ist. Eben um den ganzen Bereich mit einzubeziehen, so von der Becken- und untere Lendenwirbelsäule. Dann ein zweiter ganz wichtiger Bereich ist der Nacken. Weil wenn wir verspannt sind, ist immer diese Haltung. Und aus dieser Haltung rauszukommen, ist erstens mal gut, die Schultern loszulassen und dann den Nacken ganz langsam nach vorne zu bewegen. Und es ist faszinierend, was da in deinem Körper passiert, wenn du stehst und du bewegst nur deinen Nacken 1,5-2 Minuten nach vorne. Und dann gönn dir 2 Minuten, dass dein Nacken wieder nach oben kommt, der Kopf. Und allein diese Übung, wenn du zuschaust bei dieser Übung, wenn die jemand macht, ist grandios. Kannst du dich schon selber? Ja, die gehen runter und wenn sie dann hochkommen, ist ganz automatisch das, die Haltung da hinten wird ganz anders, die Schultern kommen wieder an ihren Platz. Also das ist wie wenn man einfach seine Größe wieder annimmt. Ja, man öffnet ja auch den Brustkorb. Ja, und, ja. Und deswegen ist der Nacken dabei, ganz wichtig. Dann der nächste Bereich ist einfach von den Ohren quer durch den Schädel, durch die Schädelbasis, wieder so durch zu den Ohren. Und das ist die Kieferachse. Und die ist oft verdreht. Also wenn die 2 Knochen zueinander verdreht sind und dann die Schädelbasis dazu noch, dann ist es ganz gut und ganz wichtig, diese Achse wieder auszurichten. Und das ist eine Übung, wo in der Vorstellung stattfindet, also so eine Imaginationsübung stattfindet. Und wenn sich diese Achse wieder ausrichtet, dann richten sich alle Querachsen danach auch wieder aus. Schultereinlass, das Zwerchfell, der Beckenboden, das richtet sich alles wieder in einer natürlichen Art und Weise aus. Und so geht man mit der Kieferentspannung, wie sie mir einfach taugt, nicht nur auf die Längsachse ein, also die Wirbelsäule und das Becken oder die Schultern, sondern auch auf die verschiedenen Querachsen. Mhm. Und darum traue ich mich da auch, das eher ganzheitlich anzusetzen. Ja, macht ja auch Sinn. Mhm. Du arbeitest auch mit dem morphischen Feld? Ja. Jetzt. Leuchten die Augen. Das ist ein Teil meiner Liebe seit mittlerweile 10 Jahren.
Weil ich habe mit der Kranioarbeit angefangen, mit der Kraniosakraltherapie, und habe dann gemerkt, ich habe immer wieder mal Impulse gekriegt, so, mach das so oder geh mal weg von den Techniken, sondern unterstütze den Menschen auch nochmal anders. Und da sind mir oft Worte gekommen, wo ich dachte, wow, wo kommt denn das gerade her? Also so die Impulse. Und dann habe ich meinen damaligen Lehrer für das Lesen im morphischen Feld kennengelernt und habe die Ausbildung gemacht, und da ist mir ein Lichtle nach dem anderen aufgegangen, wo ich gedacht habe, ja, jetzt weiß ich, wo die ganzen Informationen herkommen. Und das war so schön und so befreiend, dass ich dieses Lesen im morphischen Feld mit in meine Praxis mit aufgenommen habe. Und im Prinzip ist das Lesen nichts weiter wie Intuitionsschulung. Man kennt es über Familienaufstellungen, systemische Aufstellungen. Die gehen über Stellvertreter. Und für das Lesen im morphischen Feld gibt es eine ganz einfache Technik, die man lernen kann, wie man direkt ins Feld von jemand anders mit reingehen kann, also sich da wie einklingt, und die Person dann Fragen stellen kann und mir die Antwort entweder als Bild oder als Gedanke oder als Wort auftaucht, und ich spreche das ungefiltert genauso aus, wie es kommt. Es ist eine Übungssache, finde ich. Ja, absolut. Es ist eine Übungssache, und auch da muss man dranbleiben. Ich habe selber auch mal 2 Seminare gemacht, ist allerdings schon, das ist 10-12 Jahre her sein. Aber wenn man es eben nicht anwendet, wie das so ist, dann wird da auch nichts draus. Mhm. Ja, Übung macht den Meister. Ja. Und ich habe einfach das Glück gehabt in meiner Arbeitswelt, okay, dass ich die Kranioarbeit, dass ich die Kieferentspannung, dass ich das Lesen im morphischen Feld, ja, wenn man natürlich da, dass ich das kombinieren kann und dass sich das so wunderbar ergänzt. Ja. Okay. Ja, wenn man da in der Therapie ist, in der Behandlung, macht sich das natürlich super. Therapieren tue ich nicht und darf ich nicht, weil ich zwar eine Heilpraktik-Ausbildung im Hintergrund habe, aber die staatliche Wir kennen Prüfung ja die Gesetze. Therapiere ich nicht. Ja, sehr schön. Du bietest Vorträge an? Ja. Und auch Lehrgänge. Mhm. Was erwartet mich dort? Was kann ich mir anschauen? Wow. Was kann ich lernen? In den Vorträgen, also zur Kieferentspannung, stelle ich das Thema vor, stelle auch ein bisschen Theorie vor, wie die ganze ganz geringen Teil von der Anatomie vom Körper, von der Muskulatur und von dem kraniosakralen System, einfach um ein bisschen Verständnis dafür zu kriegen. In der Praxis stelle ich dann 2 Übungen vor, unter anderem auch die Übung für den Nacken, weil ich die sehr, sehr, sehr wertvoll finde, den Menschen einfach auch weiterzugeben. Und daraus ist dann ein Tagesseminar entstanden, wo es den ganzen Tag nur über die Kieferentspannung geht und die einzelnen Übungen dann gezeigt werden, wie man sie übt, und dann ein bisschen Theorie und Hintergrundwissen einfach zum Verständnis, wie das Ganze zusammenhängt und wieso das auch sich so zeigt und wieso es weh tut, wenn man nicht darauf achtet. Das ist schon mal für die Kieferentspannung. Dann das Lesen im morphischen Feld, das ist eine Wochenendausbildung. Also das ist so ein Grundkurs, wo man lernt, wie man sich sicher in das Feld, in das morphische Feld von jemand anders einloggt. Wie man da drin agiert, wie man die Fragen erhält und wie man die Informationen erhält. Und mir ist genauso wichtig, dass man hinterher ganz wieder das Ganze verlässt. Also das Aussteigen aus dem morphischen Feld, aus dem Kontakt zu der anderen Person, genauso wichtig ist wie das Einsteigen. Ja. Und also da auch ein bisschen Praxis. Ganz viel Praxis. Da ist ganz, ganz, ganz viel Praxis dabei. Und ich kenne es auch von Kollegen, die bieten dann verschiedene Aufbaukurse noch an. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Weil man denkt, es reicht dieser Grundkurs. Und wenn du dann dranbleibst, dann wird deine Intuition noch deutlicher. Und warum soll ich da 4-5 Kurse anbieten und dann womöglich noch einen Meisterkurs? Von der Technik ändert sich nichts. Es gibt noch ein bisschen umfangreiche Beilagen dazu, ja. Aber mein Lehrer hat damals gesagt, das Lesen im morphischen Feld braucht kein Mensch. Wenn jeder wieder sich trauen würde, auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition zu hören, dann bräuchte man das nicht. Und das Lesen und das Lesen zu lernen
ist nichts weiter wie eine Krücke zur Intuition. Und wenn ich das anwende, dann fällt mir viel leichter, was sagt denn mein Bauch dazu? Weil mein Verstand, der kennt sich ganz gut aus und der weiß immer, wie es funktioniert und wie es genau geht. Aber was ist mit meinem Bauchgefühl? Was sagt das? Und man sagt auch, die Intuition, die sagt dir, wo es hingeht. Was deine nächste Zukunft, was dein nächster Schritt ist, wo es dich hintreibt von deinem Leben oder zu deinem Leben. Mhm. Und der Kopf sagt dir, wie es geht. Und von dem her ist es gut, die Intuition auch als zweiten Entscheidungsträger mehr zu schulen. Mhm. Es gibt allerdings auch eine Krux dabei. Die Krux ist, ich kann mich nicht mehr so leicht bescheißen. Also ich habe gerade überlegt, was die Krux ist, aber... Die Krux. Die Krux. Also, es gibt auch einen Haken dabei. Ah, okay. Ich musste also überlegen, was du meinst. Ah ja, okay, also es gibt einen Haken dabei. Ja, man kann sich nicht selbst belügen. Ich kann mich nicht mehr so leicht belügen. Das ist mir früher viel leichter gefallen. Und jetzt kriege ich sofort oder immer schneller und immer deutlicher und immer klarer die Konsequenzen, wenn ich dem nicht folge. Weil also, wenn ich meine Intuition missachte, geht immer schneller und immer deutlicher. Ja. Naja, und jetzt in der Zeit sowieso, ne? Die wird jetzt auch generell schneller. Mhm. Ja. Und das Schöne ist, wenn man das wirklich regelmäßig und gut anwenden kann, dann kommt man auch schneller in die Gesundheit. Also man merkt ja dann auch schneller, was fehlt mir, was brauche ich. Ja. Und dann kommt man wirklich auch in die geistige Heilung. Das ist auch immer wieder ein großes Thema und viele sagen immer wieder, ja, Jana, warum machst du eigentlich solche Interviews? Wir brauchen das ja alles gar nicht mehr, wir können uns ja alle geistig heilen. Und ich denke mir, ja, aber wer macht das? Genau. Und da sind natürlich solche Anleitungen, wie du sie jetzt hast mit der Kieferentspannung, denke ich, für viele noch greifbarer, als wenn ich jetzt sage, denk mal rüber nach. Ja. So, ne? Und fang mal an, dich geistig zu heilen. Aber das ist natürlich das Ziel, da sollte man dann letzten Endes hinkommen. Mhm. Und ich hatte vor 5 Monaten einen Kletterunfall mit meinem Bruder. Und da war es so, dass der aus 10 Meter Höhe fast ungebremst auf mich draufgeflogen ist. In der Kletterhalle. Und wir sind dann beide da gelegen, wie die Mäuse, wie die Vermähten. Er war dann ein paar Tage im Krankenhaus. Und ich habe es Gott sei Dank ohne Krankenhaus geschafft. Aber da war ich wirklich mal aufgefordert, so, und jetzt nutzt deine Werkzeuge, die du nicht anderen immer anbietest. Das ist eine Prüfung, ja. Voll. Kenn ich. Willkommen im Club. Ja. Und das war also ein deutliches Beispiel von dem her, ich kann meine Intuition schulen, wie ich möchte. Ich kann so gesund leben, wie ich möchte. Wenn ein Thema hochkommt und wenn ich durch das Thema durch muss und wenn das ansteht, komme ich nicht drum rum. Aber ich kann es mir so gut gestalten wie möglich. Und auch mit dem Kletterunfall, da war ich einfach absolut aufgefordert, so, und jetzt mach nichts anderes, kümmere dich um dich selber. Und zwar um deine eigene Heilung. Mhm. Und das war grandios, weil ich meine eigenen Sachen eine Zeit lang nicht so konsequent angewandt habe, wie ich es eigentlich wüsste und wie ich sollte. Und da habe ich die Gelegenheit gehabt, so, und jetzt hundertprozentig rein da und schau, dass du wieder gesund wirst. Und innerhalb von 10 Tagen hat das ganze System und meine Selbstheilungskräfte so darauf reagiert, dass ich nach 10 Tagen in die Schweiz reingefahren bin zum Unterrichten. Ich wollte es schon absagen. Und nach 10 Tagen bin ich da reingefahren und das ist gegangen. Also die Verblüffung über mich selber, was da alles möglich ist an Heilung, wenn ich es konsequent durchziehe, ist grandios. Ja, ist schon krass. Also da war ich selber begeistert. Ja, es ist krass. Also bei mir ging das so letztes Jahr Oktober, kurz bevor ich, wir haben gerade mit dem Kanal angefangen, es war wirklich kurz davor. Und ich bin auch nie so, naja, aus dem Knick gekommen und hatte dann auch einen ganz bösen Fahrradunfall. Den Kopf aufgeschlagen, die Knie aufgeschlagen. Also direkt vor der Notaufnahme, das war noch das Witzige, ich habe mich mit dem Fahrrad direkt, ich bin das Uniklinikum durchgefahren, wollte gerade raus und bin mit dem Vorderreifen in der Bahngleise und dann war da noch Kopfsteinpflaster, bin da hängen geblieben und es hatte so ein bisschen genieselt und mich hat es also so hingeschmettert, ich habe das nicht mehr mitgekriegt. Aha. Ich habe, also
Ich bin gefahren, wollte abbiegen und in dem Moment lag ich schon auf dem Boden. Und alles hielt an. Der Bus hielt an, die Autos hielten an. Nichts bewegte sich mehr, bis ich aufgestanden bin. Meine Brille, die hat 10 Meter weitergeschleudert, die war komplett kaputt. Und dann kamen die direkt aus dem Krankenhaus raus, aus der Notaufnahme. Haben mich unter die Arme gepackt und reingezerrt. Und ja, aber das ist tatsächlich so eine Prüfung im Leben. Und dann wusste ich, okay, geht los. Ja. Musst was tun. Ja, absolut. Was bei mir dann vom Dreivierteljahr jetzt fast noch dazukommen ist, zu dieser ganzen Entspannungsgeschichte, das ist die muskuläre Traumaarbeit. Das ist eine Arbeit, wo man davon ausgeht, dass wir alle traumatische Erlebnisse erleben. Wir kommen nicht drum rum. Ja. Okay? Und wir haben die Fähigkeit, das zu überleben, einfach aus unserer evolutionären Entwicklung raus. Und wir haben auch die Möglichkeit, schwerste traumatische Erlebnisse wieder loszulassen. Und da beginne ich gerade so einzutauchen. Und zwar funktioniert das Ganze über Zittern. Was passiert, wenn du dich erschreckst? In der Situation bist du meistens ganz hellwach. Und wenn der Schreck dann vorbei ist, dann kommt das große Zittern. Ja, das hatte ich dann in der Notaufnahme. Genau. Und dieses Zittern wird bei uns in der Kultur oft als Schwäche ausgelegt. Und zittern tut man nicht. Und das verhindert eigentlich diesen Abbau von Stresshormonen, die während so einem Sturz und während diesem traumatischen Erlebnis einfach im Körper aufgebaut wird, dass man sowas überlebt. Adrenalin. Ja. Dass man so die Schmerzen nicht unbedingt spürt. Das ganze Traumageschehen, was da passiert und geschieht. Und wenn man dann zur Ruhe kommt wieder und dann dieses Zittern zulässt, dann verhindert es oder findet es größtmöglich, dass man einfach so Trauma im Körper oder in den Muskeln sich festsetzt oder im Gehirn und dann womöglich 10, 20 Jahre lang wirkt, weil dem Körper keiner sagt, euch was, es ist vorbei, lass es los. Und diese Arbeit wirkt ungemein auch auf die Kieferentspannung mit ein. Also ich habe es schon erlebt während dem Seminar zur Kieferentspannung, dass jemand da gelegen ist und mit den Zähnen klappert hat. Der hat solche Spannungen da drin gehabt und über dieses in Ruhe kommen und über das Wissen über die Kieferentspannung hat dem seine Muskulatur angefangen wirklich zu zittern. Ich kenne das bei vielen auch an den Augen, dass die dann anfangen. Ja. Und die Verbindung schließt sich gerade so, also die Traumaarbeit und die Kieferentspannung. Und da kommt nochmal eine ganz andere Qualität mittlerweile rein. Das ist super, weil ich habe gar nicht lange her gelesen, dass es eigentlich auch sehr schlimm ist, dass es keine, sag mal, Unfalltherapien gibt bei uns. Absolut. Es gibt ja auch wirklich Menschen, die hatten zum Beispiel einen ganz schlimmen Autounfall und haben darauf aber nie eine Therapie gemacht. Aber die tragen trotzdem diese Ängste immer mit sich rum. Und auch wenn die schon, sage ich mal, körperlich längst wieder genesen sind, die psychischen Auswirkungen können wirklich 3, 4, 5 Jahre später dann erst wieder hochkommen. Und deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass wenn man wirklich einen schweren Unfall hatte, wo man auch vielleicht einen langen Krankenhausaufenthalt hatte, dass man dann da auch eine Therapie macht oder eben dass diesen Unfall auch verarbeitet. Weil oftmals ist die Angst heißt ja immer handlungsunfähig sein, in dem Moment eigentlich gar nicht mehr zu wissen, was ist überhaupt genau passiert. Oftmals kann man sich auch gar nicht mehr daran erinnern. Oder wie es genau überhaupt dazu kam. Das zermürbt ja auch viele, wenn die wissen, die hatten jetzt irgendwie einen Autounfall und die wissen aber einfach nicht, wie es passiert ist. Ja. Das beschäftigt einen ja, ne? Man will ja irgendwie, wollen ja immer die Wahrheit wissen. Und da sind natürlich so eine Therapien echt erste Sahne. Und dann noch die Unfähigkeit, nicht zu wissen, wie komme ich da raus. Ja. Also die Ängste sind da, die lassen vielleicht mit der Zeit nach, weil sie weggeschoben waren, weil man sonst gar nicht aushält. Aber die körperlichen Symptome waren dann zum Teil noch stärker. Oder die psychischen, wenn sie es noch weiter reinbegibt. Und da hat jeder Körper, jeder Organismus einfach seinen eigenen Umgang damit. Wenn ich in Stress gerate, mag ich sofort wie meine Schultern anspannen. Und mein Magen. Das sind meine zwei Bereiche, wo ich sofort merke, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich krieg auch sofort Magenkrämpfe, ja. Ja. Also, bei vielen Magen-Darm ist auch so ein Gehirn. Das Bauchhirn. Ja, aber es ist auch so, also wo ich meinen Unfall hatte, ne, man ist erstmal
geschockt, regungsunfähig und hat auch Panik. Ja. Also auch dieses so ein bisschen beschämt sein. Ne? Für mich war das auch total unangenehm, dass da alle Autos angehalten haben und dann noch dann extra die Ärzte da rauskommen. Mir war das total peinlich. Dann kommst du in die Notaufnahme, dann haben sie mir, wie du schon sagst, man fühlt dann auch keinen Schmerz. Also die haben mir meine Knie sauber gemacht, meine Platzwunde und ich habe nicht mehr gezuckt. Ne? Mhm. Und der Assistenzarzt sagte so, haben Sie keine Schmerzen? Oder Sie sind ja, also der hat dann auch gesagt, so, das, also ich habe nicht mehr gezuckt. Ne? Der konnte da wirklich wischen und machen. Also ich stand so unter Schock. Und dann ging dieses Zittern los. Ne? Mhm. In dem Moment, wo du das begreifst, wo du auch so ein bisschen die Spannung loslässt. Ja. Und du weißt, okay, du bist jetzt in Sicherheit, du bist versorgt und es sind Leute da. Und ne, dann fängst du halt an mit Zittern. Dann, aber ich wusste nicht, dass es diesen Zusammenhang hat, aber super. Hm. Und das wäre grandios, wenn da Ärzte oder Therapeuten, egal, auch Physiotherapeuten oder so, wenn die dann mehr geschult würden, dann wird dieses natürliche, natürliche Traumalösung wird wieder mehr etabliert. Ja. Das haben die Altvorderen, haben das alles gewusst. Ja, und ich meine, das hat ja nicht mal der Arzt gewusst oder es war ein Pfleger. Ja. Ne? Und wenn ich war dann 5 Stunden in der Notaufnahme bis nachts um 4. Und als dann alle Untersuchungen abgeschlossen waren, es war klar, es ist nichts gebrochen, ich konnte dann auch sofort wieder nach Hause gehen, dann haben sie halt die Wunden nochmal gereinigt, weil es ja Wundflüssigkeit, das musste ja dann verbunden werden. Und da haben sie es mir nochmal sauber gemacht, aber natürlich, da war ja dann auch kein Dreck mehr, also es war nicht mehr so doll. Und da bin ich sofort zusammengezuckt, also es hat gebrannt wie die Hölle, obwohl es nicht mehr so schlimm war wie am Anfang, wo ich nichts gemerkt habe. Ne? Und da merkt man, wie der Körper sich in dem Moment schützt. Absolut. Und dieses Nicht-Spüren ist, dass der Körper so überflutet ist mit Stresshormonen, mit Adrenalin, Noradrenalin. Das ist auch so ein bisschen so ein Abspalten in dem Moment. Ne? So ein, man bekommt ja auch so die Sachen um sich herum gar nicht mehr mit. Ne? Es kann zur Abspaltung führen, es kann bis zur Dissoziation führen. Okay, das wäre dann der schlimmste Fall. Dann. Ja. Auch das ist eine Schutzreaktion vom Körper. Ja. So, und jetzt klinke ich mich komplett aus von der Wahrnehmung. Ja, das ist dann vor allem bei so Traumageschichten der Fall. Super, Peter. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich habe heute wieder unglaublich viel Neues erfahren. Und ich hoffe, dass ihr auch ganz viel daraus mitnehmen konntet. Und ihr könnt euch gerne bei Peter melden. Wir haben die Webseite mit verlinkt. Die CD blenden wir nochmal mit ein. Und herzlich herzlichen Dank. Vielen Dank, Jana, fürs Dasein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst uns einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal oder hinterlasst eine kleine Spende, damit könnt ihr uns optimal unterstützen. Ich sage schon mal Dankeschön und bleibt gesund.